Das Schloss zu Jever steht mal wieder vor einer hochkarätigen Veranstaltung, das alljährliche Wandelkonzert. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wieder mal soweit, das Wandelkonzert fängt an. Heute am 9.9.2016 zum 9. Male. Wir haben wunderbares Wetter, es hätte auch anders sein können. Und die Gäste strömen so langsam, die Sektkorken knallen schon draußen zum Empfang. Und alle freuen sich auf das sehr abwechslungsreiche Programm, das auch dieses Jahr sicherlich wieder Begeisterung findet. Ich hoffe, dass alle einen wunderschönen und unvergesslichen Abend erleben heute. Come follow me. Min et Voice proben schon mal in ihrer heutigen Umgebung. Time tune and dear. Ho, ho, you're now to Westminster. I took for you to be. Thank you.
leave, and then without hold of. Oh, how will you now and come to hey, ho, ho, with you now from Westminster. But before you come there, Natürlich gehört auch ein gepflegtes Essen zu einer solch anspruchsvollen Veranstaltung dazu. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrer letzten Konzertstation hier im Gobelin-Saal. Und zum Ausklang des Konzertes erwartet Sie ein Märchen. Das hässliche Entlein nach dem Märchen von Hans Christian Andersen in der Vertonung von Sergei Prokofjew. Oh, wie so schön war es im Dorfe. Strahlend schien die liebe Sonne, gelb war der Rocke, das junge, hässliche Entlein.
denke, wir haben einen ganz wunderbaren Abend verlebt mit vielfältiger Musik. Alle Mitwirkenden erhalten aus den Händen der Museumsleiterin Antje Sander ein kleines Dankeschön. Auch die Organisatoren Christel Ney und Andreas Heinen freuen sich. Den krönenden Abschluss erleben die Mitwirkenden und Gäste draußen vor dem Schloss.